Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Beziehung zwischen Juden und Christen. Eine Beziehung voller Hass, Gewalt, vor allen Dingen den Juden gegenüber, aber auch Gott sei Dank, dass wir heute sagen können, dass es eine Beziehung ist, in der Vergebung, Annäherung und Lernen miteinander gemeinsam Neues Erlernen erlebt wird. Viele Theologen, wir sind uns einig, dass wir immer wieder aufs Neue diesen Dialog suchen müssen, der uns bereichert. Auch ich bin darüber sehr dankbar, dass wir zum Beispiel guten Kontakt haben zum Rabbiner Schmuel Steinhändler, der schon ab und zu mal bei einem Bibelstudium dabei war oder auch im Treffen zwischen den Pfarrern und uns mit seinen Einführungen, Erklärungen in die jüdische Theologie bereichert hat. Der Text, den uns der Kalender aus Deutschland für heute vorschlägt, ist, finde ich, eine Art Manifest, eine Art Erklärung von Prinzipien, die Jesus macht. Und dieser Text nimmt uns in die Pflicht, immer wieder aufs Neue eine enge und respektvolle Beziehung zu den Juden zu suchen. Ich lese im Matthäusevangelium im 5. Kapitel die Verse 17 bis 20. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Gott segne an uns dieses Wort. Jesus ist klar, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, nicht um es aufzulösen. Ja, nicht einmal ein Tüpfelchen, nicht ein kleinster Buchstabe, das Jota, der kleinste, der kürzeste Buchstabe, von diesem Gesetz, was für die Juden so wichtig ist, will er beseitigen. Wir wissen ja auch, selbst in unseren Sprachen, im Spanischen, im Deutschen, wie ein klitzekleines Komma den Sinn eines Satzes verändern kann. Ne? Zum Beispiel Schüler, Komma, sagen, Lehrer haben es gut. Das sind es die Schüler, die über die Lehrer sagen, dass sie es gut haben. Wenn der Satz aber heißt, Schüler, Komma, sagen Lehrer, Komma, haben es gut, also wurde hier ein Komma hinzugefügt, dann sind es die Lehrer, die über die Schüler sagen, dass sie es gut haben, nicht wahr? Was Jesus hier sagen möchte, ist, bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht den Sinn des Gesetzes mit meiner Art
es zu leben, es zu praktizieren, verändern. All das, was ich lehre, was ich praktiziere, was sich in mir offenbart, ist, um eben das Gesetz zu erfüllen, um es ernst zu nehmen, es zu respektieren. Und diese Erklärung war nötig, denn so beschreiben es ja auch viele andere Texte der Evangelien, gab es viel Kritik, wurde Jesus für seinen Lebensstil angegriffen, kritisiert. Etwa die Heilungen oder als die Jünger die Ehren raufen am Sabbat oder auch der Kontakt zu Menschen, die unrein und Sünder waren oder auch das Verhalten seiner Jünger in Bezug auf das Fasten und die Reinheitsgebote. Warum kann nun Jesus mit solcher Sicherheit, mit solcher Überzeugung sagen, dass er doch das Gesetz erfüllt, obwohl er viel Kritik hinnehmen musste? Wenn wir in die Geschichte schauen, können wir vielleicht Antworten finden. Als Gott sich das erste Mal ganz konkret zu einem Menschen offenbart, Abraham, und mit ihm einen Bund schließt, ein Bund des Vertrauens und des Schutzes, bittet er ihn auch, ein Zeichen des Beweises dieses Paktes zu praktizieren, die Beschneidung. Und es ist im Grunde ein Zeichen, was ausdrückt, was erleben lässt, wie das Leben in diesem Bund geschieht. Und es ist im Grunde ein Zeichen, was das Leben in der Beziehung zu Gott zum Ausdruck bringt, erfahrbar, spürbar werden lässt. Später, als das Volk Israel dann aus Ägypten befreit wird und sich auf dem Weg in das gelobte, versprochene Land befindet, werden weitere Gebote hinzugefügt, wie die 10 Gebote und auch noch viele andere Gesetze, die wir in der Tora, in der Richtschnur, in den Weisungen, das sind die ersten 5 Bücher der Bibel, finden. All diese Gesetze, all diese Gebote versuchen zum Überleben des Volkes Israels in der Wüste, auf dem Weg und zu einer gesunden Beziehung und einem gesunden Miteinander zu Gott und zum Nächsten beizutragen. Sie sind natürlich in einem ganz bestimmten Kontext, in einem ganz bestimmten Zusammenhang formuliert. Eine Reise durch die Wüste, die beschwerlich ist, in einem Augenblick der Neuorientierung des Volkes, auch in einer bestimmten Geografie, unter bestimmten klimatischen Bedingungen und Umständen des Lebens. Das Gesetz markiert eben einen Rahmen, wie die Beziehung zu Gott und zum Nächsten gelebt werden sollte. Ein weiterer historischer Fakt, der auch auffindbar ist, ist natürlich, dass es innerhalb des Volkes Israels Menschen gibt, die auserwählt sind, um die verschiedenen Gesetze genau zu kennen, zu interpretieren und dem Volk zu erklären. Die Propheten, die Doktores der Gesetze oder auch die Schriftgelehrten, wie wir ja auch im Evangelium für den heutigen Sonntag gehört haben. Es gab schon immer im Judentum eine Kultur des Studierens, des Interpretierens der Schrift, der Gesetze bis heute. Und die Kreativität, mit der die Juden die Schriften des Alten Testamentes
interpretieren, ist wirklich sehr inspirierend. Das meine ich mit diesem bereichernden Austausch, den wir mit den Juden erleben. Sie kennen zum Beispiel die Theorie des schwarzen und des weißen Feuers. Das schwarze Feuer ist die Schrift, ist der Buchstabe, den wir wirklich sehen können. Und das weiße Feuer ist, was wir hinter den Buchstaben natürlich auch angedeutet wird und wir sehen können und entdecken können. Es ist ja nun mal einmal so, dass die Texte, dass sie Freiraum lassen für Interpretationen und verschiedene Antworten. Auch das kennen eben die Juden mit dieser Theorie des schwarzen und des weißen Feuers. Also, kann man aufgrund des gerade Erwähnten sagen, dass all das, was Jesus lehrt, praktiziert und offenbart, seine Interpretation dessen ist, wie die Beziehung zu Gott und zu den Menschen nach dem Gesetz zu leben ist. So wie es ja auch das Judentum tut, so wie es im Judentum getan wird. Und es ist nicht irgendeine willkürliche Interpretation, sondern es ist ein Verstehen und ein Praktizieren des Gesetzes, um ihm gerade einen tieferen Sinn, ein tieferes Verständnis zu geben. Das zeigt sich, finde ich, sehr schön, wenn Jesus, als er kritisiert wird für sein Verhalten am Ruhetag, am Sabbat, dass er sagt, der Sabbat ist ja für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Jesus, so würde ich es sagen, will ja nun eben, dass wir ganz aktiv, dass mit Leidenschaft nach dem Gesetz gelebt wird. Und darum fordert er ja auch am Ende unseres Textes dazu auf, noch gerechter, noch korrekter, genauer als die Schriftgelehrten und Pharisäer zu sein. Und all das, was er dann in der Bergpredigt ausführt, da geht es doch genau darum, aufmerksam zu sein für eine gesunde und respektvolle Begegnung mit dem Nächsten, mit Liebe und mit Einfühlsamkeit, Anerkennung, so wie wir es ja auch in der Lesung heute gehört haben. Und in dieser Sicht auf das Gesetz resultiert natürlich auch, dass Jesus seine Ideen in tiefer Verbindung mit der jüdischen Tradition und sieht und dass er eben zu und mit genau dem gleichen Gott der Juden spricht. Es ist kein anderer Gott, es ist der gleiche. Derselbe. Entschuldigung. Wenn wir nun zurückkommen auf die Beziehung zu den Juden heute, dann können wir sagen, es ist kein Problem, wenn wir auf verschiedene Art und Weise unseren Glauben leben, in Bezug auf unseren Geschmack, wie wir die Rituale leben, wie wir uns ausdrücken, wie wir uns zu Gott wenden. Es kann Diversität in der religiösen Praxis geben. Auch wie wir von Gott reden und von unserem Glauben. Diese Unterschiede gibt es ja nicht nur zum Judentum, die gibt es ja sogar im Christentum und sogar hier in unserer Gemeinde. Auch wir, jeder Einzelne von uns, hat unterschiedlichen Geschmack in Bezug auf den Gottesdienst, auf die Musik und sogar in Bezug auf die Sprache. Sie kommen ja hier zum deutschen Gottesdienst, weil sie sich eben mit der deutschen Sprache wohler fühlen, weil die deutsche Sprache für sie die Sprache ist, mit der sie sich an Gott wenden. Und ich würde sogar sagen, wir können auch unterschiedliche
Visionen darüber haben, wie Gott sich offenbart den Menschen gegenüber. Ja, wir müssen auch ehrlich sein, die Juden teilen ja eben nicht unsere Vorstellung davon, wer Jesus ist. Für uns ist Jesus ja die Offenbarung Gottes, für die Juden eben nur ein Prophet. Aber der Aspekt, bei dem wir nicht unterschiedlich denken können, lernen können, der Aspekt, wo wir das Gesetz nicht auflösen dürfen, seinen Sinn nicht verändern, wie es ja auch Jesus ganz besonders in der Bergpredigt betont, ist der Aspekt, der auf das Bewahren, auf das Wertschätzen und auf das Verantwortung nehmen für das menschliche Leben hinzielt. Alle sind wir Gottes Geschöpfe. Die Juden, wie auch die Christen, wie auch die Muslime, wie auch die Buddhisten und alle anderen Menschen, die anderen Ethnien, anderen Kulturen angehören. Der Gott, der sich im Judentum mit den Menschen in Verbindung setzt und der darauf abzielt, dass durch das Gesetz die Menschen einander bewahren, aufeinander aufpassen, das ist eben der gleiche Gott, der auch in Jesu Offenbarung und Jesu Lehre versucht, uns zu beschützen. Und es ist aufgrund unseres Glaubens und unseres Respektes, der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, dass wir eben auch jeden Menschen respektieren. So auch die Art und Weise, wie die Juden sich mit Gott in Beziehung setzen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.